Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich will als Vorbemerkung zu meiner Rede Folgendes sagen. Ich habe überhaupt keine Lust, hier einen verfrühten Kommunalwahlkampf aufzuwärmen, den Sie jetzt hier betreiben wollen. Ich möchte bitten, dass wir davon Abstand nehmen. Ich möchte eingangs noch einmal wiederholen, was ich zur Einordnung der AWO-Affäre bereits im Januar 2020 hier im Plenum gesagt habe. Die bei der AWO Frankfurt und Wiesbaden bekannt gewordenen Missstände haben zu Recht für Empörung gesorgt. Überdimensionierte Dienstwagen, Gehälter und Beraterverträge haben bei einem Sozialverband nichts zu suchen. Es ist auch deutlich geworden, dass es viel zu einfach war, die internen Bestimmungen zur Compliance zu umgehen oder auszuhebeln. Hier muss unweigerlich alles auf den Tisch. Die ersten personellen Konsequenzen sind zurechtgezogen worden. Weitere werden voraussichtlich folgen. Ohne eine Selbstreinigung, danke schön, darf es bei den beiden betroffenen AWO-Ortsvereinen nicht weitergehen. Ich begrüße vor diesem Hintergrund auch explizit die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, die hoffentlich ihren Beitrag dazu leisten, die Missstände bei der AWO Wiesbaden und Frankfurt aufzuklären und abzustellen. Ich finde, an dieser Beschreibung hat sich im letzten halben Jahr nichts geändert. Dieser Prozess läuft voran, und ich habe keine Idee, wie Sie auf die Idee kommen, dass Sie mit Ihrem, und da meine ich die FDP, mit Ihrem inhaltsleeren Antrag für mehr Aufklärung und Schadensbegrenzung im Sinne des Steuerzahlers oder der Steuerzahlerin sorgen wollen. Ich habe wirklich nur die Idee, dass wir hier, die Kommunalwahl ist erst im März und die findet auch nicht unbedingt im Hessischen Landtag statt, dass wir hier Personenbashing und Kommunalpolitik miteinander vermischen. Weil es geht immer nur um Frankfurt, das verstehe ich überhaupt nicht. Wiesbaden wäre eigentlich genauso interessant zu betrachten. Aber anscheinend gibt es da nicht genügend Protagonisten, die da sich mit auseinandersetzen wollen. Ich finde also auch in Ihrem Antrag nicht wirklich einen Grund, dass wir hier in diesem Landtag heute noch einmal darüber reden sollen, weil ich nicht weiß, was es an neuen Erkenntnissen dazu gibt, außer dass wir beobachten können und sehen können und hören konnten auch noch einmal, dass die beiden betroffenen AWO-Verbände in Frankfurt und Wiesbaden aktuell gründlich aufräumen. Vorstände werden komplett ausgetauscht. Zahlreiche hauptamtliche Funktionsträgerinnen und Träger werden entlassen. Es laufen gegen diese Kündigungen teilweise Arbeitsgerichtsverfahren. Der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt hat umfassende interne Prüfungen durchgeführt. Die Compliance-Regelungen werden neu gefasst, um solche Missstände künftig zu verhindern. Was ich noch nicht verstehe, es gibt ja gar keine nennenswerten Verträge der AWO mit dem Land Hessen. Und in der Regel sind die Vereinbarungen mit den Kommunen über die Kommunen gelaufen. Das ist natürlich der Grund, dass sich das Land auch immer einen schlanken Fuß macht und mit der Kommunalisierung alles abgibt. Dann braucht es sich hinterher auch nicht mit den Konsequenzen zu beschäftigen. Es gibt persönliche und auch familiäre Verstrickungen einiger Politikerinnen. Auch hier laufen rechtliche Prüfungen, sei es durchs Innenministerium als Kommunalaufsicht oder in einem Fall auch durch den Präsidenten des Hessischen Landtags. Und da kann ich jetzt immer noch nicht den Skandal erkennen, der das Land betrifft. Ich denke, ein Skandal ist es auf jeden Fall. Es ist ein Skandal, der beurteilt und bewertet werden muss. Für mich gäbe es jetzt zwei Anknüpfungspunkte. Erstens hat die Kommunalaufsicht versagt und hätte sie frühzeitig intervenieren müssen. Diese Frage sollte tatsächlich untersucht werden. Inwiefern sind überhöhte Zuwendungen gezahlt worden? Wer muss darauf aufmerksam geworden sein? Da sind die kommunalen Politikerinnen vor Ort gefragt. Das ist natürlich auch noch einmal die Kommunalaufsicht an sich gefragt. Die Verträge, die abgeschlossen worden sind, die nichts oder die nichts von diesen Zuwendungen und Vereinbarungen gewusst haben wollen. Sicherlich muss man auch gerade in Frankfurt und Wiesbaden noch einmal schauen, welche Versäumnisse dort bei der dortigen Revision gibt. Aber ich muss ja sagen, dass der Skandal ja auch durch die Feststellung von Unregelmäßigkeiten durch die Stadt Frankfurt begann. Also ganz so schlimm, so blind waren die
Prüfungen ja wohl auch nicht. Allerdings haben Sie in Ihrem Antrag auch die Kommunalaufsicht mit keinem Wort erwähnt und diese Verantwortung nicht gedacht, weil das wäre wirklich die einzig wirklich spannende landespolitische Frage an dieser Stelle, über die wir diskutieren könnten. Viele dieser schockierenden Enthüllungen sind, wie z.B. diese Dienstwagenregelungen, die ich wirklich persönlich ganz besonders negativ finde, sind wirklich auch AWO interner, wobei ich mich natürlich schon frage, und das ist für mich auch entscheidend, woher, wie konnte es bei der AWO dazu kommen, dass so viel Geld in monströse Gehälter und monströse Dienstwagen geflossen werden soll. Das Geld muss ja irgendwo hergekommen sein. Das muss ja den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen in ihrer Arbeit fehlen, und das muss auch der ehrenamtlichen Arbeit fehlen. Und da geht meine Sorge am ehesten dahin, diejenigen, die ordentlich ihre Arbeit gemacht haben und die sie weitermachen wollen, auch im Dienste der Klientinnen und Klienten, der Menschen, die sie betreuen, und eher zu wenig Geld dafür gesehen haben, was mit denen passiert. Das ist eigentlich mein Interesse, und da sollte auch das Aufklärungsinteresse am stärksten hingehen. Und gerade diejenigen, die unermüdlich mit der AWO im Interesse der Seniorinnen und Senioren, der Menschen mit Beeinträchtigungen, Kindern unterwegs waren und denen, gerade auch den Ehrenamtlichen, die Gelder und zukünftig auch einiges an Spendeneinnahmen fehlen werden. Das ist eigentlich unser Blickwinkel, auf den wir hingucken sollten. Und da finde ich es natürlich besonders perfide, wenn solche Bemerkungen von ganz rechts außen kommen und so getan wird, als hier ein neues Feld aufgemacht worden ist und dass wir nur Interesse hatten, die Flüchtlinge in dieses Land hineinzuholen, damit Menschen hier eine Möglichkeit haben, groß Geld zu machen. Also wenn ich so sehe, wie viele Menschen in der Flüchtlingsarbeit tätig sind, unter welchen Bedingungen sie in der Flüchtlingsarbeit, wie viele Leute ehrenamtlich tätig sind und wie wenige davon Geld gemacht haben. Ich sage Ihnen, wer Geld gemacht hat. Das sind die Vermieter und Vermieterinnen von Flüchtlingsunterkünften, die auf der Not der Menschen. Und das waren nicht die bei der AWO. Da können Sie aber ganz sicher sein. Der zweite Anknüpfungspunkt, den ich sehe, ist ein Abgeordneter des Hessischen Landtags, der vor seinem Amtsantritt Geschäftsführer bei einer AWO-Tochter war, wo es Unregelmäßigkeiten gegeben haben soll, weshalb auch der Landtagspräsident diese möglichen falschen Angaben gegenüber dem Hessischen Landtag prüft. Ich kann Ihnen ja vorstellen, Herr Pürsün, und dass Sie das kann es Ihnen ja nachvollziehen, dass es Ihnen auch Freude bereitet, hier eine Privatfehde mit dem Kollegen Burcu auszufehden. Ich sage noch ein Wort dazu. Ich kann es nicht gut nachvollziehen, allerdings, dass es immer Fäden zwischen Männern in der Sozialpolitik gibt. Machen Sie sich einmal dazu Gedanken, ob das immer nur etwas mit den Inhalten zu tun hat oder ob das auch mit Ihrer persönlichen Präsentation und Performance etwas zu tun hat. Und da meine ich nicht nur Sie, da meine ich mehrere, die hier eine Rolle spielen. Aber ich denke auch, dass Herr Burcu sicher noch mehr zu seiner, dass seine Verteidigungsstrategie da nicht die ich nicht als dienlich finde und nicht der Aufklärung als dienlich finde. Und es würde Ihnen sicher besser zu Gesicht stehen, über die eigenen Versäumnisse zu reflektieren und das auch deutlich zu machen und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, die auch öffentlich wahrnehmbar und erkennbar sind. Und ich erwarte vor allem von Seiten des Landtags eine schonungslose Aufarbeitung dieser Angelegenheit. Aber bei allem Verständnis, es reicht nicht aus, bei einer so simplen Skandalisierung zu verharren, wie wir sie heute erleben. Wenn ich mir jetzt Ihren Antrag angucke, dann ist darüber hinaus gar keine hingehende Substanz. Der Antrag der FDP ist der reinste Wackelpudding. Sie reden von lückenloser Aufklärung und unbeantworteten Fragen. Ich weiß jetzt aktuell natürlich nicht, welche Fragen Ihnen die Landesregierung schuldig geblieben ist. Ich wäre froh, wenn meine kleinen Anfragen und Berichtsanträge so ausführlich beantwortet worden wären, wie sie in diesem Fall sind. Und Sie fordern die Landesregierung auf, veruntreute Mittel zurückzuholen, dann müssen Sie schon sagen, um welche Mittel es auch geht, oder müssen zumindest Hinweise geben. Mir sind sie nicht bekannt, aber ich bin natürlich gerne bereit, wenn Sie der Meinung sind, dass es da Lücken gibt, das auch mit nachzuvollziehen. Und die Kommunalaufsicht, wie gesagt, taucht in Ihrem Antrag nicht einmal auf.
Das Einzige, das in Ihrem Antrag neben den allgemeinen Erkenntnissen bietet, wie Sie ja die Fraktionen ja bereits im Januar abgegeben haben, ist der kaum versteckte Angriff auf den Kollegen Burcu. Das ist aber unabhängig von meiner persönlichen Einschätzung zu wenig, um diesem Antrag zuzustimmen. Ich bedanke mich. Oh Mann, das war eine Punktlandung. Punktlandung.